Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Miriam Muhm und wir sprechen über die Krake von Davos. So heißt zumindest ihr jetzt erschienenes Buch im Europa Verlag erschienen. Die Krake von Davos, Angriff auf die Demokratie. Miriam Muhm ist Journalistin und Dokumentarfilmerin, deutsch-italienische. Unter anderem auch für Rai TV hat sie Dokumentarfilme gemacht und ihr neues Buch beschäftigt sich mit den Machenschaften des WEF. Frau Muhm, schön, dass Sie da sind. Danke dafür, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich sehr. Und das Thema ist natürlich ein sehr aktuelles. Ja. Und auch doch eins, was man generell, sagen wir im Mainstream, nur mit Fingerspitzen, wenn überhaupt mit langen Fingern, anfasst. Wie ist es Ihnen gegangen bei der Beschäftigung mit dem Weltwirtschaftsforum? Hatten Sie da Hemmungen, sich auch gegen diese Vorwürfe, Verschwörungstheorie, Verschwörungsideologie zu wehren? Eigentlich nicht. Was ich getan habe, ist mich hauptsächlich mit den Schriften und mit den Interviews, die Klaus Schwab, also mit den Büchern, die Klaus Schwab geschrieben hat und mit den Interviews, die er gegeben hat. Mhm. Damit habe ich mich hauptsächlich beschäftigt, weil ich glaube, dass wir immer an die Quellen gehen müssen, also um Dinge zu verstehen. Ja? Da könnte ich jetzt ein bisschen einen kurzen Exkurs machen und sagen, man sollte sich zum Beispiel die Bücher von Charles Darwin lesen und nicht auf das, was interpretiert worden ist, dessen, was Charles Darwin geschrieben hat. Aber das jetzt nebenbei. Also ich habe mir die Bücher, alle drei Bücher von Klaus Schwab, die habe ich durchgelesen, habe gesehen, dass man manchmal selber als Leser denkt, oh, er beschreibt doch eigentlich eine Vision oder eine Ideologie, die man im Grunde genommen abnicken kann. Ja, weil es geht ja darum, die Welt zu verbessern, den Status, sagen wir mal, den Gap zwischen Arm und Reich zu verringern. Es geht darum, die Umwelt, also die Situation der Umwelt und den Klimawandel zu verbessern. Alles also Dinge, wo man nur sagen kann, ja, er hat recht. Nur dann muss man sich die Sätze ein wenig analytischer, diese Sätze lesen. Und dann sieht man zum Beispiel, dass er ein Befürworter vom Transhumanismus ist, von genetischer Intervention im Genom des Menschen, dass er zum Beispiel eben auch politisch Partnerschaften eingeht, also nicht politisch, sondern seine Organisation hat gewisse Partnerschaften mit Unternehmen, wo man sich fragen muss, ob diese Unternehmen dementsprechend, was er dann behauptet. Das heißt, er sagt in der Beschreibung dessen, was das World Economic Forum ist, sagt er, oh, das ist, also wir werden handeln nach, mit intellektueller und moralischer Integrität. Okay. Wenn man sich jetzt die Liste seiner strategischen Partner anschaut, ist darunter Pfizer, ist darunter Uber, ist darunter Microsoft. Das sind alles Großunternehmen, wo, also wenn wir jetzt von moralischer und intellektueller Integrität sprechen, insbesondere von moralischer, ich große Probleme habe, solche Unternehmen als moralisch anzusehen, angesichts dessen, was man darüber weiß und was also nachgewiesen ist, wie zum Beispiel Pfizer wurde verurteilt, also wegen eines Medikaments. Auch weiß man, dass Pfizer in Afrika Studien durchgeführt hat, die illegal waren. Ja, und das sind Partner vom World Economic Forum. Und zwar strategische Partner, die eine ganz große Rolle haben in dem, was das Handeln des WEF ist, denn er beschreibt es als solches. Und die Kommunistische Partei Chinas spielt auch eine gewisse Rolle in der Partnerschaft mit dem WEF. Da muss ich sagen, dass ich dieses Gebiet ausgeklammert habe, weil ich möchte, ich glaube, das ist die Vision, die die Amerikaner haben vom WEF. Ich bin eher der Auffassung, dass Henry Kissinger und die Trilaterale Kommission eine sehr große Rolle
beim WEF spielen. Insbesondere Henry Kissinger, denn Henry Kissinger ist sozusagen eine Art Mentor von Klaus Schwab schon immer gewesen. Und da, glaube ich, sollte man hinschauen. Mhm. Ja. Jetzt sagen Sie, man sollte die Wörter etwas genauer anschauen und analysieren. Ja. Würden Sie so weit gehen, dass letztlich die schöne Rhetorik von Inklusivität, Nachhaltigkeit, grüne Revolution oder Green New Deal, die da verwendet wird, nur so etwas ist wie ein Vorhang, wie eine Maske und sich letztendlich dort keine guten Absichten dahinter verbergen? Oder meinen die es eigentlich gut, nur die Art und Weise, wie es dann gemacht wird, wird scheitern oder wird sehr große Nachteile haben? Ich bin der Auffassung, dass viele Menschen, die dort teilnehmen, der Auffassung sind, dass diese Worte nicht nur schöne Worte sind. Das sind aber die Menschen, die dort teilnehmen. Okay. Was das WEF anbelangt, glaube ich, dass Herr Schwab das auch ziemlich klar sagt in seinen Büchern. Er sagt, es geht darum, im Grunde genommen, diese vierte industrielle Revolution so schnell wie nur möglich in Anführungsstrichen durchzuboxen, weil es geht ja auch darum, dass wir Supermächte haben, die auf diesem Gebiet konkurrieren. Mhm. Ja? Das heißt, um wahrscheinlich zu vermeiden, dass China uns auf diesem Gebiet irgendwo in den nächsten Jahren wie sagt man, superare auf Italienisch, übertreffen könnte, ja, muss man im Westen natürlich versuchen, das so weit wie nur möglich und so schnell wie nur möglich vorwärts zu bringen. Okay. Dies ist ein Teil der Situation. Er sagt aber auch ganz klar, dass es darum geht, die Unternehmen, das Wohlergehen der Unternehmen langfristig zu sichern. Das ist ein Satz von ihm. Und so wie die Dinge momentan laufen, glaube ich auch, dass es nicht nur darum geht, den Unternehmen als solchen das Wohlergehen zu sichern, sondern es geht darum, eine noch weitere Monopolisierung und Konzentration hinzubekommen. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt nicht nur Fleischersatz, sondern jetzt gibt es diese große Bewegung, die natürlich vom WEF auch unterstützt wird, dass man Fleisch aufgrund von Stammzellen in Bioreaktoren produziert. Okay. Wenn Sie da sehen, wenn es so weit kommt, dass wir, wie es schon versucht worden ist, den Viehzüchtern versuchen jetzt, dass sie immer weniger produzieren müssen, also dass sie immer weniger Tiere halten müssen, ja? Damit also CO2-Ausstoß verringert wird, etc. Und wir gleichzeitig aber uns in die Richtung bewegen, Fleisch aus Stammzellen zu kreieren, bedeutet dies natürlich, dass irgendwann mal auf so etwas ein Patent ist. Okay. Und wir eine Monopolisierung wieder schaffen. Und in der Richtung, glaube ich, bewegt sich das WEF schon. Und dadurch ist natürlich, sind die Parolen, wie zum Beispiel eben CO2 zu verringern, sehr wichtig. Ja. Ja. Damit es gut ankommt. Ja. Aber das ist letztendlich eine Parole, die eine Ideologie oder sagen wir mal eine Weltanschauung befördert, die sich vielleicht grün nennt oder links nennt. Ja. Aber ja, das ist eben nur die Rhetorik, die dann, wenn Sie sagen Machtkonzentration und Profitinteressen, eine neoliberale oder wie würden Sie es nennen, hyperliberalistische Wirtschaft eigentlich? Ja, ich würde sie monopolisierende. Ja. In der Richtung, glaube ich, geht es. Mhm. Ja. Und dieses Stichwort vom das Wohlergehen der Unternehmer sichern, da ist ja auch die Rede davon, dass es jetzt eine Art Stakeholder-Kapitalismus sein soll. Ja, was ist unter diesem Begriff zu verstehen? Naja, unter diesem Begriff, den hat er auch in den letzten Jahren erweitert, versteht er üblicherweise, dass Unternehmen und auch die zivile Gesellschaft also an den Entscheidungen mitwirken sollte. Eigentlich geht es aber darum, und das ist dann auch in den Kapiteln dann durchzulesen, dass es eigentlich darum geht, dass er sagt, dass die Regierungen nicht mehr in der Lage sind, die großen Probleme dieser Welt alleine anzupacken,
und dass diese Probleme anhand eben mit der Hilfe zum Beispiel von Unternehmen gelöst werden sollen. Also das heißt, im Grunde genommen geben wir den Unternehmen immer mehr Macht in der Demokratie. Das ist das, was also passiert. Das zeigt sich auch, indem zum Beispiel das WEF versucht, mit supranationalen Organisationen wie die UN Partnerschaften und Verträge abzuschließen, okay, damit man nicht nur die eigenen Leute, wie du, zum Beispiel mit den Young Global Leaders, wissen wir, dass er mehrere Leute in den Regierungen einbringt. Aber da ist es das Gleiche. Das heißt, es kommen die eigenen Leute in den supranationalen Organisationen rein und können somit Entscheidungen beeinflussen. Ja, das Bild von der Krake sagt es ja eigentlich, dass dort eben eine Institution ist, die ihre Arme ausgefahren hat und einzelne Institutionen der Gesellschaft infiltriert hat. Sie schreiben das in ihrem Buch, es sind Regierungskabinette. Ja. Wie passiert das? Welche Bereiche sind davon betroffen? Ich meine, das wissen wir dank ihm. Ne? Also ich meine, diese Personen haben dann manchmal in ihrer Freude über dessen, was sie erreichen, sagen sie dann auch manchmal die Wahrheit. Und dann sagte er eben 2017 in einem Interview, wir sind sehr stolz darüber, das kennen Sie wahrscheinlich, wir sind sehr stolz darüber, dass wir die Kabinette, hat er auf Englisch gesagt, we penetrate the cabinets, also wir penetrieren in den Regierungen mit unseren Leuten. Und sagte auch noch dazu, dass die damalige Regierung von Trudeau wahrscheinlich zu über 50% aus Leuten vom WEF bestand. Okay. Das ist eine alte Methode, die schon die Trilaterale Kommission angewandt hat. Das kann man in der Encyclopædia Britannica lesen. Es ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Das steht in der Encyclopædia Britannica, steht drin, dass eben die Trilaterale Kommission die eigenen Leute zum Beispiel in der Regierung Carter hatte, eingebracht. Das ist eine Methode, um Gesetze so hinzubiegen, dass sie gewissen Zielen zugutekommen. Eine Methode, die auch angewandt wird, ist ja die, aus einer gewissen Aktion eine Reaktion erfolgen zu lassen, die man aber vorhergesehen hat. Zum Beispiel aus dem Chaos eine Ordnung neu zu schaffen. Und Sie haben die beiden letzten Bücher von Ihnen heißen Die Wahrheit über Covid-19, die hypnotisierte Gesellschaft. Da geht es schon auch darum, wie das, was in den letzten 2,5 Jahren passiert ist in der Welt, auch vonstatten gegangen ist. Würden Sie so weit gehen, dass das WEF diese Pandemie bewusst gesteuert und benutzt hat, um diese neue Ordnung dann auch als Reaktion oder als Reaktion auf die Reaktion folgen zu lassen? Würde ich nicht, denn ich arbeite oder versuche zu arbeiten, indem ich komme von der Wissenschaft, also ich bin Medizinjournalistin. Und da versucht man sozusagen wissenschaftlich ein bisschen zu arbeiten, auch als Journalistin. Und ich könnte nicht so weit gehen, denn dafür gibt es keine Beweise. Ich könnte es denken, aber ich würde es im Grunde genommen nicht schriftlich behaupten können. Ja. Würde es reichen, die These aufzustellen, dass dort gewisse Eigendynamiken entstanden sind, dass es zu einem Selbstläufer geworden ist, dass eben sehr viele dieser Netzwerke, Interessennetzwerke, wie auch in den Medien, auch diese ganze Public Health Industrie sich über Jahrzehnte ja so schon aufgebaut hat, auch in Verbindung mit dem Weltwirtschaftsforum, dass dann auf einmal geschehen musste, was geschehen ist? Ja, und es kommt zum Vorteil dessen, was das Projekt ist. Gehen wir vielleicht nochmal auf die Frage ein, wie sich diese Krake ausgebreitet hat in anderen Bereichen. Wir haben jetzt die Regierungskabinette genannt, aber wir haben andere Institutionen der Gesellschaft wie die Medien. Ja. Wie passiert das da? Ich glaube, es gehört einfach zur Normalität, dass zum Beispiel, wenn die Journalisten eingeladen werden zu irgendetwas, was sehr wichtig ist, wo sie natürlich sehr wichtige Persönlichkeiten treffen können, die vielleicht auch mal interviewen dürfen, dass es dann irgendwo, dass der Journalist eher versucht, dort wieder hinzukommen,
als einen kritischen Bericht zu schreiben und zu sagen, okay, beim nächsten Mal bin ich nicht mehr dabei. Ja, okay, das sind so humane Mechanismen, die auch natürlich in den Mainstream-Medien ein Gewicht haben. Ne? Ja, da ist doch die Frage, warum war das nicht immer schon so? Oder ich meine, vielleicht war es immer schon so, aber wir hatten doch mal eine Tradition, und gerade auch die Italiener, des kritischen, investigativen Journalismus. Warum ist es jetzt gerade so, dass auch offensichtlich die Gesellschaft es gar nicht einfordert, aufgeklärt zu werden? Also jetzt erzähle ich Ihnen mal, was mir passiert ist. Es gibt in Rom La Stampa Estera, also ein Verband der ausländischen Journalisten, die in Rom ansässig sind als Korrespondenten. Und dann hatte ich die Gelegenheit, mit mehreren Journalisten zu sprechen und darunter waren auch die vom Guardian und mehrere. Und es ging ganz, wir sprachen über Covid, okay, und was ist Covid und ist es tatsächlich so gefährlich und was ist eigentlich das Ganze? Und dann kam von vielen die Reaktion, ja, im Grunde genommen ist es ein Test, um zu sehen, und es wurde auf Italienisch natürlich gesagt, um zu sehen, wie weit wir Schafe sind. Ne, die berühmten Lämmer. Mhm. Okay. Und dann kam bei mir die Reaktion, ja, und warum schreiben wir nicht darüber, ne, wenn wir das alle so denken? Ja. Und dann war die nächste Antwort, ja, dann sind wir, erstens wird der Bericht nicht veröffentlicht und zweitens sind wir den Job los. Mhm. Ja, man hört das leider immer wieder und die Frage muss ja dahin gehen, was ist mit einer Gesellschaft los, die sich damit abspeisen lässt, die das nicht merkt. Denn es gab ja genug Hinweise. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel einen Artikel zitiere aus der Welt vom 17.09., wo es heißt, wichtige Entscheidungen in der Pandemie trafen nicht die Staatschefs, sondern Bill Gates. Das kommt dann 2,5 Jahre später, was eben als Verschwörungstheorie galt. Ja. Dann kommt es irgendwie, also da scheint schon irgendwie die Fähigkeit da zu sein, sowas aufzugreifen. Aber kein Wille, kein zivilgesellschaftlicher Wille, sich das auch in der Stunde der Not einzufordern. Genau, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, warum es sich so, warum die Situation gerade in den Medien sich so verändert hat. Dafür habe ich im Grunde genommen kaum eine Antwort. Es ist nun mal leider so. Ja. Okay. Ja. Das heißt aber, Sie würden nicht so weit gehen, dass dort eine Infiltration auch der Medienhäuser stattgefunden hat, sondern auch wieder so eine Art Eigenlogik. Wir berichten das, was uns eben nicht zu sehr gefährlich wird persönlich. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass die Infiltration so weit geht. Die Infiltration geschieht damit, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, bei den Reichen und den Superreichen dabei zu sein. Das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, der ganz, ganz gut funktioniert bei den meisten. Ja? Du hast dann plötzlich den Eindruck, du bist dann Teil der Elite, weil WEF bedeutet Elite. Hast wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dadurch im Grunde genommen mehr Karriere zu machen oder sowas Ähnliches. Und das reicht schon aus, glaube ich. Ja. Leider. Ja, wirklich leider, wenn man ja auch das Selbstverständnis des Journalisten. Ich würde nur noch ganz gerne eine kurze Geschichte, die mir selber passiert ist, bei einem Dokumentarfilm. Da war ich natürlich in der Redaktion, wir sprachen, gefällt der Dokumentarfilm, gefällt er nicht und so weiter. Und da ging es um einen Text, weil ich beschrieb dort ein Rezept von einem baskischen, wie sagt man, Restaurantbesitzer, okay, der mit Krill gearbeitet hatte. Mhm. Also Krill, ganz wenig, so 10 Gramm Krill für irgend so eine Soße. Und dann wurde mir gesagt, nee, nimm das raus. Und dann habe ich gesagt, warum soll ich das rausnehmen? Ja, weil wir dann die Kommentare auf Facebook bekommen, okay, dass wir ein Restaurant und ein Rezept zeigen von Leuten, die das Essen der Walen wegnehmen, die Nahrung der Wale wegnehmen. Und wenn wir so weit sind, dass wir auf jeglichen kleinen Kommentar auf Facebook, auf Twitter, auf, weiß ich nicht, gucken, und im Vorfeld schon zensieren. Das ist eine ganz gefährliche Richtung. Ja. Das heißt, die sozialen Medien und deren Eigenlogik spielen auch noch eine wichtige Rolle. Ja, natürlich, klar. Ja. Und
wahrscheinlich auch, was sehr stark im Moment damit verbunden ist, die Rolle der Faktenchecker. Ist das etwas, was Sie sich da genau, also der sogenannten Faktenchecker, was Sie sich genauer angeguckt haben? Ja. Denn ich höre da leider nicht sehr viel an kritischem Faktencheck gegenüber dem, was jetzt ein Klaus Schwab zum Beispiel fordert oder wie er arbeitet. Das lese ich bei Ihnen da. Ja, aber es gibt aber Journalisten, die sich damit beschäftigen. Es sind nur nicht die Ja. Mainstream-Journalisten, Ja. okay? Es gibt sehr gute Berichte, zum Beispiel, darf ich zitieren, von Rubicon, von den Nachdenkseiten. Es gibt Medien in Deutschland, auch in Italien, die sich damit beschäftigen. Es sind natürlich nur nicht die Mainstream-Medien. Aber die Mainstream-Medien riskieren Vertrauensverlust. Und dass sich immer mehr Menschen von ihnen abwenden. Und das ist eine Sache, wo sie drüber nachdenken sollten. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind das eben Angriffe auf die Demokratie, die man vielleicht schon im Hintergrund irgendwie sehen kann und die uns in Zukunft auch noch sehr spürbar sein werden. Aber gibt es jetzt bereits schon und in den letzten 2,5 Jahren einzelne Bereiche, wo Sie das persönlich vielleicht auch am meisten gespürt haben? Wo ist jetzt schon eben dieser Einfluss auch bei einzelnen Regierungen zum Beispiel zu sehen? Naja, ich meine, wir steuern, das Unglaubliche ist auch, dass sehr viele Maßnahmen scheinen, diese Maßnahmen koordiniert zu werden, weil sie sehen mehrere Länder gleichzeitig, die sich mit dieser Problematik beschäftigen. Und dann gibt es zum Beispiel die digitale Identität. Ja, die wurde in der Ukraine implementiert, schon vor einiger Zeit. Und die wurde auch daran gekoppelt, dass man zum Beispiel gewisse Prämien bekommen konnte, ja oder nein. Okay. Das Gleiche macht Italien und Italien macht jetzt eine EDPay, heißt die, womit man die Gelder, die der Staat zum Beispiel einem zufließen lässt, wie zum Beispiel Bürgergeld oder so, das ist dann nur daran gekoppelt, dass man eben so eine Identität, eine digitale Identität hat. In Bologna macht man jetzt ein Experiment, wonach, wenn man sich also gut benimmt mit bestimmten, wie sagt man, das hat mit, wie sagt man, Mülltrennung oder Ja. sowas ähnliches, dass man dann Punkte bekommt, die dann auf dieser Identitätskarte dann zu haben sind. Also es geht alles in einer Richtung, die uns sehr an China Ja. erinnert, an Soziales diese, Kreditsystem. genau, soziales Kreditsystem, ja. Und das haben wir schon. Und das dann wird verbunden mit dieser digitalen Ja, Identität, wahrscheinlich ja. auch mit einer digitalen Währung, die dann Na, in klar. Form eines Ja, Bürgergeldes oder ja. bedingungslosen Ja, Grundeinkommens ja. zugeteilt werden kann oder eben auch nicht Ja, bei mangelndem nicht nur Wohlverhalten. das, sondern dass dieses Geld, wie es in China schon, wir haben ja schon den digitalen Renminbi in China, und dieses Geld ist ja programmierbar. Das heißt, man kann dieses Geld mit allen möglichen neuen, sagen wir mal, Forderungen verknüpfen. Das heißt, du musst dich impfen. Wenn du dich nicht impfst, bekommst du dieses Geld nicht oder so. Ja. Ist das auch der Hintergrund, warum diese Unternehmen da so viel ja, Eigenmacht bekommen und ihnen auch diese Macht noch erhöht werden soll? Weil sie letztendlich bestimmen können oder durch das Wohlverhalten der Arbeitnehmer in dem Unternehmen eben ja, gesagt werden kann, welche Vorteile, welche Privilegien jetzt dann eben die einzelnen Menschen bekommen, dass man das eben noch nicht so sehr über staatliche Seite machen muss, sondern über diese Art Stakeholder-Kapitalismus, wenn man das so nennen will. Ja, aber ich glaube eher, dass wir nicht über die Unternehmen das Ganze jetzt machen. Das wird immer mehr eine staatliche Entscheidung werden. Also die digitale Diktatur, die wird nicht nur von, sagen wir mal, privater Seite sein, sondern sie wird auch von staatlicher Seite sein. Ja, Ja. also Sie sprechen da ja von Machtkonzentration. Wie könnte man dieses System insgesamt nennen? Hat das noch irgendwas mit den alten Ideologien wie Sozialismus oder auch Kapitalismus zu tun? Oder ist das was ganz Neues? Es ist was ganz Neues, ja. Und ich meine, wenn wir uns den Harari anhören, der sagt die Dinge sehr, sehr klar. Er sagt, wir steuern, und zwar in wenigen Jahren, in eine Zukunft hinein mit einer sehr, sehr großen Arbeitslosigkeit, mit Menschen, die in gewissen Regionen der Welt
Er nennt sie nutzlose Menschen, also unnütze Menschen, Menschen, die unnütz sein werden, die man nur noch sozusagen am Leben erhält, damit sie nach dem alten Motto Drogen und Spiele bekommen werden. Das ist das, was er selber sagt. Aber er warnt auch davor, dass wir in Richtung digitale Diktatur absolut steuern. Sie haben Yuval Noah Harari angesprochen. Wie bewerten Sie seine Rolle? Er wird ja auch gerne so als Einflüsterer des WEF bezeichnet. Ist er jemand, der diese Dinge neutral analysiert beziehungsweise aus seinem historischen Verständnis dann prognostiziert? Ist er ein Warner und Mahner? Das haben Sie jetzt gerade so angekündigt. Ja. Oder unterstützt er das sogar? Ist selber ein Transhumanist? Nein, ich glaube eher, dass er die Dinge kommen sieht. Ich meine, für Klaus Schwab sind sie unausweichlich. Mhm. Also die vierte industrielle Revolution, das heißt Transhumanismus, das heißt Veränderung des genetischen Codes zukünftiger Generationen, davon spricht er. All diese Dinge sind für Klaus Schwab unausweichlich. Für Harari, glaube ich, er sieht sie kommen, aber er würde noch gerne die Menschheit ein wenig aufrütteln und sagen, was geschieht hier? Passt doch mal auf. Also den Eindruck habe ich persönlich, aber ich könnte mich auch irren. Und trotzdem wird er dann aber eingeladen zum Weltwirtschaftsforum, dort Reden zu halten? Ja, die Elite hat diese wunderschöne Fähigkeit, die Dinge uns im Grunde genommen im Vorfeld klar zu sagen. Ja. Wir sind diejenigen, die nicht darüber berichten und die das nicht sagen in den Massenmedien. Ja, das ist wirklich das Erstaunliche, fast wie Gaslighting, würde ich sagen. Ja. Sie sagen es sehr, sehr deutlich, aber wenn man das so wiedergibt, gilt man als Verschwörungstheoretiker das ist ein Ding, das man nicht anfassen darf. Ja. Das macht mich persönlich, glaube ich, bei mir sorgt das für richtige psychische Konflikte, was dieses Thema angeht. Oder weil ich eben da die Blindheit und diese Ignoranz nicht akzeptieren kann. Mhm. Wie ist es bei Ihnen persönlich, sich damit jetzt zu beschäftigen? Ich bin jetzt durchgegangen seit meinem ersten Buch mit diesen Sachen. Ich habe ja im ersten Buch die Blutwertlüge mit dem Europa Verlag geschrieben, wo es darum ging, und das war mir ein Herzensthema, dass die Medizin heutzutage sich auf Normwerte der Blutergebnisse basiert, die sehr oft falsch gelegt sind. Mhm. Okay? Und wenn wir schon da anfangen. Das heißt, ich habe gelernt, auch mit den Kritiken, die ich manchmal bekommen habe, gut umzugehen. Ich weiß, dass mittlerweile, wie soll ich sagen, die Menschen sich in Glaubensrichtungen aufgeteilt haben. Ja? Und der eine möchte ganz, ganz fest daran glauben, dass die Welt so ist, wie sie ihm durch das Fernsehen vermittelt wird. Und daran darf man nicht rütteln. Und das habe ich aber gelernt zu akzeptieren. Denn es bringt nicht viel mit diesen Menschen. Deshalb habe ich auch die hypnotisierte Gesellschaft geschrieben. Es bringt nicht viel, denn die Methoden, die verwendet werden, sind wirklich die der Hypnose. Gibt es denn irgendetwas, worauf Sie hoffen, auch persönlich, wenn Sie sagen, im Moment ist mit diesen Menschen da schwer drüber zu sprechen, weil man ja auch gerne in seinem Weltbild bestätigt werden will oder weil man Angst hat, bestimmte Dinge anzufassen. Aber in der Zukunft wird eine kommende Generation Ihnen jetzt zum Beispiel dafür danken? Oder es gibt, woran knüpfen Sie Ihre Hoffnung oder auch Ihre innere Stärke, darauf eben nicht zu achten, jetzt hier Beifall zu bekommen und nur positive Kritiken? Ich glaube da, ich wollte Medizinerin werden. Das ist einfach irgendwo so dieser Wille, irgendetwas zu tun, was man glaubt, anderen Menschen helfen kann. Das ist, und das andere ist, ich bin eine Wahrheitsfanatikerin. Und selbst wenn es dem Patienten dann erstmal wehtut oder wenn er das gar nicht möchte, diese Therapie, dann ist es vielleicht trotzdem notwendig. Ja.
Ihr Buch heißt im Untertitel Angriff auf die Demokratie. Gehen wir da noch drauf ein, inwiefern ist das Vorhaben des Weltwirtschaftsforums ein Angriff auf die Demokratie und auch, wie ich meine, auf nationale Souveränitäten? Sehr gut, das mit der nationalen Souveränität ist sehr gut. Ja, ich bin der Auffassung, also erstens mal ist der Angriff auf die Demokratie schon seit ziemlich langem geschehen. Mhm. Ja, wenn unsere Regierungen unterwandert sind mit Personen, die aus einer Kaderschmiede kommen, okay, und die natürlich eine Verbindung zu diesen Organisationen haben, mhm, dann können wir nicht mehr sicher sein, dass sie das tun, was für uns wichtig wäre, sondern eher, dass sie das tun werden, was für solche Organisationen wichtig ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass dieser Versuch, der schon sehr geglückt ist, durch supranationale Regierungen, wenn wir so wollen, wie zum Beispiel die EU. Ja, ich nehme jetzt ein Beispiel. Italien hat diese kleinen, wunderschönen Strände. Da gibt es 30.000 Besitzer von, wie sagt man, von Schirmen, Sonnenschirmen, mhm, und so weiter. Das sind so circa 30.000 Familienbetriebe, mhm, ne, die sich sozusagen die Strände Italiens aufteilen. Das darf nicht mehr sein, denn laut EU sollen da EU-Ausschreibungen kommen. Da haben sich die Italiener seit, glaube ich, mehr als 10 Jahren gewehrt. Geht jetzt nicht mehr. Da wird wahrscheinlich ein Verfahren gemacht gegen die italienische Regierung, weil das muss eröffnet werden, auch an natürlich europäische, wie sagt man, Menschen, die das machen, mhm, wollen. Ja, okay, Unternehmen. Mhm. Und da geht man jetzt davon aus, dass natürlich sehr große Firmen sich das unter sich, mhm, reißen werden. Okay. Und das sind diese Situationen, wo man sieht, man kann als italienisches Land gegen diese Entscheidung sehr wenig tun, mhm, denn sie kommen von der EU. Und EU ist eigentlich EU-Kommission. Also nicht Parlament, sondern genau. EU-Kommission. Nicht gewählt. Nicht gewählt. Ja, mhm, genau. Die meisten Entscheidungen kommen von der EU-Kommission. Mhm. Und ein bürokratisches Ungeheuer, ja, in das man, ja, keinen Einblick, ja, hat. Ja, wie, ja, bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Wahlergebnisse in Italien? Ich bewerte sie als etwas, was wir alle haben kommen sehen. Mhm. Frau Meloni war im Aspen-Institut kurz vor den Wahlen. Also wissen wir, und die Börsen sind nicht runtergegangen, wie man immer so gesagt hat, mhm, dass es eine Wahl ist, die bestimmten Regierungen und Menschen sehr genehm ist. Also das Konträre, was man behauptet. Aha. Wollen Sie das noch etwas genauer ausführen? Also wir lesen zum Beispiel, dass sie die Faschistin ist, dass sie das blonde Gift, mhm, ist. Ich hatte vor kurzem irgendwann einen Beitrag im Stern gelesen, das blonde Gift und so. Weil sie aus dieser faschistoiden Ecke kommt. Aber das ist gewissen Regierungen überhaupt kein Dorn im Auge. Das ist willkommen. Und wenn man weiß, dass diese Person, nachdem sie mit gewissen Organisationen gesprochen hat, das tun wird, was man sich vorstellt, ist es überhaupt kein Problem. Und deshalb sind die Börsen nicht runtergegangen, aha, wie man befürchtet hat. Also im Grunde genommen eine Marionette. Ja. Mhm. Ja, wir müssen natürlich auch den Blick in die Zukunft richten von der anderen Seite. Mhm. Sie schreiben Krake und das Bild ist ja nicht von ungefähr eines, das eben eine sehr große Macht evoziert. Ja, ja. Und die Frage ist, ob der einzelne Mensch und auch die Zivilgesellschaft im besten Sinne dort eine Gegenmacht aufbauen kann oder ob man dem einfach so zusehen muss, dieser ganzen Entwicklung. Es ist eine weltweite Entwicklung. Sie wird, ja, durch die Technik auch, ja, nochmal stark, ja, unterstützt und durch eben diese großen Player in der Weltwirtschaft. Gibt es Ihrer Meinung nach Lösungen oder Auswege darauf? Kann man die Krake noch aufhalten oder sind wir zum Zusehen verdammt? Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich hoffen würde, dass es nicht passiert, aber ich glaube, es wird passieren. Also da schließe ich mich dem Harari an. Mhm. Wir werden wahrscheinlich diese Entwicklungen erleben. Was wir aber gleichzeitig haben werden, das glaube ich, das wird auch kommen, dass
immer mehr Menschen in Anführungsstrichen aufwachen werden. Mhm. Das glaube ich aber auch gleichzeitig, ja. Mhm. Gibt es für diese Menschen dann einen Weg, dieses Aufwachen auch in die Praxis umzusetzen? Also es gibt zum Beispiel, ich kenne das aus Italien, in Deutschland nicht so sehr, aber es gibt so Versuche, alternative Gesellschaften aufzubauen. Mhm. Und davon gibt es mehrere und man versucht, sich abzukoppeln vom System, wie man sagt. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das gibt es in Italien tatsächlich schon mehr als in Deutschland. Wäre auch interessant zu überlegen, woran das liegt, ob die deutsche Gesellschaft da ein bisschen, ja, vielleicht obrigkeitshöriger ist oder bequemer. Ich würde sagen, da gibt es ein Wort im Italienischen, aber da kenne ich das deutsche Wort nicht dafür. Ingenuo. Ingenuo ist ein sehr schönes Wort. Das ist so wie Candide. Ne? Mhm. Verstehen Sie? Also ich glaube, der Deutsche hat so eine Form von... Die Italiener sind zum Beispiel an die Mafia gewöhnt, unter anderem. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich das Bild von der Krake nehme, dann weiß ich, wovon ich spreche. Ich spreche von Infiltrierung. Ja. Man kommt überall hin, man kann die eigenen Leute, die jungen Leute der Mafia, die kommen dann irgendwie, werden studieren, werden Anwälte, kommen in die Politik. Mhm. Ne? Das sind so typische Systeme. Ja. Ich weiß, wovon ich spreche. Und man ist in Italien natürlich vielleicht ein bisschen anders gepolt und merkt die Dinge, weil es dort eben anders ist. Mhm. Und die Deutschen sind ingenuo bedeutet also gutgläubig. Gutgläubig, ja, sowas in der Richtung. Ja, ja. Mhm. Gut. Ich weiß nicht, ob man hoffen soll, dass diese Gutgläubigkeit dann eben bald ein jähes Ende findet. Aber ach, es ist eine schöne Eigenschaft. Aber Gutgläubigkeit. Gutgläubigkeit ist manchmal eine sehr schöne Eigenschaft, ja. Nur sie ist in diesem Moment gefährlich. Ja. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Kritik und mehr Menschen, die darauf aufmerksam machen, damit auch andere aufwachen und sich auch persönlich und sehr individuell die Frage stellen, was kann ich jetzt tun? Ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, es geht ganz, ganz wichtig ist, es geht um die Kinder und die Kinder unserer Kinder. Ja. Und da, glaube ich, sollte man alles tun, damit die Gesellschaft ein wenig mehr sich aufrüttelt. Frau Mohm, vielen Dank für dieses aufrüttelnde Buch und auch aufrüttelnde Gespräch. Danke. Und danke, dass Sie hier waren. Danke Ihnen. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.